Roberto Bianchera. Ich bin ursprünglich Italiener. Ich bin in Genf geboren und meine Muttersprache ist Französisch. Die Sprache meiner Mutter ist Italienisch. Meine Lernsprache ist Englisch und ich versuche seit 30 Jahren Schweizerdeutsch zu lernen. Darum bin ich noch da, in der deutschen Schweiz. Ich habe 4 Kinder, 2 Hunde, ein Haus und ein Ferienhaus am Gardasee. Ich bin sehr glücklich, habe eine glückliche Familie. Nach einem Arbeitstag habe ich am Abend gerne Zigarren geraucht und einen Whisky. Und dann sind es 2-3 Whisky geworden und das hat sich auf meinem Körper ein bisschen rausgegeben und ich habe zugenommen. Und das hat plötzlich aufgehört und ich habe angefangen abzunehmen. Und dann habe ich meinen Hausarzt besucht und gesagt, ich fühle mich wohl, aber ich weiß jetzt nicht, was ist los, ich freue mich, nehme ab, aber das ist doch nicht normal. Er hat mich empfohlen, Spiegelung zu machen und nach diesem Prozess hat mir der Arzt gesagt, ja, wir müssen uns am Donnerstag wieder sehen. Ich weiß noch nicht recht, aber es ist besser. Wir schauen es in Ruhe an. Kommen Sie doch am Donnerstag wieder zu mir. Und dann habe ich erfahren, dass ich in meiner Speiseröhre Krebs entdeckt worden ist. Ja, da ist die Welt zusammengebrochen. Ich bin damals etwa 3-4 Jahre vor der Pensionierung. Und ich denke, ja, ist das alles gewesen? Jetzt musst du auf alles verzichten. Gott, ist alles vorbei. Und ja, es ist her gewesen. Aber ich habe anschließend eben, dass mein Arzt hat mich Mut gemacht. Er hat gesagt, du, ich kenne jemanden, der dir sicher gut helfen kann. Geh mal zu ihm und besprich das und schaust ihm in Ruhe an. Es muss nicht das Ende sein. Und das hat mich wieder Mut gegeben. Dann habe ich meinen Chirurg besucht und er hat mir ganz klar meine Krankheit erklärt, was es ist, wo es ist und was sind die Folgen, wie man es heilen kann. Und dann habe ich einen zweiten Schock erlebt, in dem, dass man mir gesagt hat, ja, es ist nicht das früheste Stadium, sondern das mittlere, aber es ist noch nicht zu spät. Es gibt ungefähr 70-80% Heilungschancen. Und ich bin mit Statistik vom Verkauf her ziemlich daran gewöhnt. Und dann habe ich nicht 70-80% gesehen, sondern die 20-30, die würden fehlen. Also ich glaube, das ist das erste Gespräch mit dem Chirurg, wo ganz offen war. Und echt, hat mich schockiert, aber sehr viel Vertrauen verschafft. Er hat sehr viele solche Fälle gekannt und gesagt, eben die Chancen stehen gut. Es ist ein gewisses Risiko, das müssen Sie wissen. Aber es hängt auch viel von Ihnen ab, von Ihrer Einstellung. Und ich bin ja ganz gerne ein humorvoller und positiver Mensch. Und ich in mir denke, ja komm, das schaffen wir. Und vor allem meine Familie, also meine 4 Kinder, haben mir sehr viel Kraft gegeben. Wir haben kein grosses darüber geredet. Aber ich habe gewusst, die sind rum. Während des ganzen Prozesses sind alle für mich da gewesen. Also mein Sohn ist zum Beispiel im Spital gekommen, hat Homeoffice gemacht von meinem Spitalzimmer aus. Meine Tochter arbeitet im gleichen Spital. Also ihre Chef haben sie nicht freigegeben, aber haben gesagt, geh jetzt mal zum Papi. Und all die anderen sind wirklich fast täglich gekommen. Meine Frau, muss ich gar nicht, sie ist ein Goldschatz und sie hat mich so viel gegeben. Ja, es hat sehr viel bewirkt, wo man wirklich sieht. Und auch im Kollegenkreis, Freundenkreis, sind 2 wirklich alte Freunde, wo wir uns seit, ich bin ja Welscher, wo wir uns seit fast 20 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und sobald die das erfahren haben, sind sie gekommen. Und der nächste Schritt war, wir haben alles nochmal überprüfen, schauen, wo es genau ist und so weiter. Und nach dieser Untersuchung hat man mir
gesagt, ich habe noch einen zweiten. Und das habe ich in der Zunge. Und dann bin ich mit dieser guten Nachricht zu meinem Onkologen. Und er hat mich wiederum beruhigt und gesagt, ja, sie haben noch eine gute Chance. Es sind beide gleich. Es ist die gleiche Family. Also die können wir miteinander kurieren. Und dann haben sie mit der Chemotherapie angefangen. Und ich hatte keine Folgen gehabt. Viele haben mir gesagt, vielleicht wird es dir schlecht. Das war gar nicht der Fall. Ich konnte immer nach Hause fahren. Ich hatte überhaupt keine Folgen gehabt. Das war dann die Radiotherapie gewesen, vor allem für die Zunge, aber auch um weitere Bestrahlen von unten. Und das dauert ja 3 Minuten, die Bestrahlung. Aber nachher sind die Schmerzen vor allem in der Zunge gekommen. Also ich hatte sehr starke Kontaktschmerzen. Ich konnte nichts zu mich nehmen, im Mund nehmen. Und das waren wiederum etwa 10, 15 Tage schlimme Tage. Ich habe sehr viele Medikamente bekommen. Auch Morphium, glaube ich, um diese Schmerzen zu tilgen. Das waren 2, 3 schlimme Tage, weil das ist im Hochsommer. Und es war ziemlich heiß und ich durfte nicht trinken. Und dann fängt immer alles anbunden. Man ist natürlich ziemlich begrenzt in der Bewegung. Man kann nicht selbstständig auf die Toilette. Ich bin mir nicht gewöhnt, immer auf jemanden. Aber es ist ja gleich, das ist sehr gut gegangen. Und da muss ich sagen, das Pflegepersonal hat mich unheimlich geholfen. Mit Humor, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin allen so dankbar. Die sind goldschätzig. Und ich sage immer, das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Und wirklich, Hut ab. Das Ganze war, in dem Spital haben die eine hervorragende Küche, aber ich konnte nichts essen. Ich konnte nur die Karten anschauen. Und das war dann die zweite Plage. Aber das ist alles langsam wieder gekommen. Ich musste natürlich jeden Tag turnen mit jüngeren Leuten, das heisst viel älter als ich. Ich war dann fängst Junior in den Gymnastunden. Aber es ist auch sehr interessant zu schauen, man ist nicht allein. Es gibt dann, das ist dann blöd zu sagen, aber es gibt Leute, denen es dann viel schlechter geht. Also das Normalleben hat wieder angefangen. Von zu Hause aus, ich glaube, etwa 3-4 Wochen hat es zu Hause gedauert. Also die heiße Phase war ungefähr 4-5 Wochen lang gewesen, ja. Also nicht aufgeben, sicher. Aber man muss Lust haben, weiterzukommen. Man muss Lust haben, weiterzuleben. Und für das muss man eine tolle Umgebung haben, etwas haben, das dich sagt, nein, komm, das wird dich nicht aufgeben. Man muss sich ein bisschen fokussieren auf das. Und das will ich. Das will ich. Es wäre doof jetzt. Voll Vertrauen in dem medizinischen Personal. Die erzählen kein Kabis. Die sagen es auch so, wie es ist. Und man muss das nehmen und verarbeiten und mit denen reden. Ich bin kein Fan von Früchtensaft gsi. Jetzt bin ich ein Fan vom Früchtensaft. Ich kann sehr viel Früchtensaft können und wollen trinken. Aber sonst ganz kleine Portionen. Und die kleine Portion versucht einigermaßen zu geniessen. Und auch da wissen, ja, das da will ich schon mal richtig essen. Und ja, so vorgehen. Ich tue meine Bedürfnisse, meine eigenen Bedürfnisse eher entsprechen. Und wenn es den anderen Leuten nicht unbedingt passt, ist mir eigentlich gleich. Eben die persönliche Entwicklung. Zu sich selber finden. Wirklich. Und unterscheiden, was sehr wichtig ist und was weniger.
Das ist wirklich eine Lektion fürs Leben. Menschen kennen, Menschen richtig einschätzen und beurteilen. Ich habe immer das Gefühl, ich könne das ein bisschen. Ich kann es immer noch ein bisschen können. Aber da habe ich wirklich gewisse Differenzen noch festgestellt. Also menschlich ist es noch, ich würde sagen, eine positive Erfahrung gewesen. Doch, hat viel gebracht. Viele Leute kennt, die ich nicht mehr missen würde.